So, wenn ich jetzt rotate. Rotate Potato. Ich will die Leiter hier in diese Richtung haben. So. Ach. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, wir finden unseren Frieden, Leute. So, warte. Gehen die Dinger nicht weg? Was? Ja, vielleicht müssen wir dann bei dem... Nein, nicht dagegen. Mann, jetzt hör doch mal auf. Ja, ich glaube, das wird's. Boah, das wird das... Boah, hier habe ich ein viel besseres Gefühl als bei dem Haus. Wir müssen zwar wieder ran. Okay, ich mache erstmal... Ich bin erstmal vernünftig, ich mache erstmal die Base, ne? Und die Aussicht von der Base alleine wird schon spektakulär sein. Oh, ich bin jetzt schon verliebt. Und dann machen wir vielleicht an andere Bäume, dann geht's vielleicht höher und wir können da so einen Sky-Weg hinmachen. Weste? Ha, so, wir brauchen Bretter, Nägel, Lashings, wir brauchen alles, eine Säge, Hammer, okay. Weißt du was, ich geh erstmal los und sammle wieder Bäume. Das ist das Erste, was wir machen. Scheiß auf dich, du verkacktes Haus. Kann ich da vielleicht Baumstämme rausprügeln? Ich baue das jetzt ab. Ich habe da oben einfach ein viel besseres Gefühl. So. Wird dauern, aber vielleicht kriegen wir da noch Baumstämme raus und so. Ne, also Materialien, die wir oben brauchen können. Wie ich das Spiel kenne, wahrscheinlich nicht. Aber man soll ja optimistisch bleiben. Und nur diesem unerschütterlichen Optimismus haben wir es zu verdanken, dass wir bald wahrscheinlich eine super tolle Baumbude haben. Oder eine super große Enttäuschung. Eins von beiden wird uns erwarten. Auf jeden Fall wird es super groß. Ja, super in irgendeine Richtung. So, Stamina hält sich noch wacker. Oh oh. Ich hab grad eine unendliche Ressource von den Dingern hier gefunden. Wir bauen einfach große Häuser und kriegen dann immer zwei Components raus, weil wir die abbauen. Es ist so gut. Oh, Nägel gibt's auch noch ein paar zurück. Aber keinen einzigen von den 70 Baumstämmen. Es ist eine miserable Ausbeute. Oh, dafür gibt es einen fliegenden Stein. Aber dafür ist die Aussicht jetzt hier ungebrochen. Vielleicht können wir hier irgendwas anderes drauf machen. Aber das war es einmal nicht. Das müssen wir einsehen. Und da oben... Ah, schon geil. Ah, schon geil. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da ausbauen können. Ich hole mal eben unseren Karren. Unseren Geliebten. Der gute alte Holzkarren. Wer liebt ihn nicht? Dann müssen wir gucken, wo wir immer Holz sammeln. Das muss erreichbar sein. Ich wünschte halt, wir hätten das Auto, ne? Wir könnten dann irgendwo hinfahren. Irgendwo hinfahren und da immer Holz sammeln. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, das wird toll mit der Baumbude. Platztechnisch weiß ich nicht genau. Aber theoretisch können wir noch mehr Baumbuden machen und dann sagen wir zum Beispiel, hier ist die Küche mehr oder weniger oder da, ne, da ist irgendwie eine Garage, müssen wir da auch noch hinmachen. Ich weiß nicht, wie die thematisch da reinpasst, aber gut. Vielleicht da, wo wir gerade das Haus weggebaut haben. Ah, ich bin sicher, das kriegen wir hin. Okay, was wollte ich suchen? Ah ja, ich wollte das Ding ins Holen, ne? Ich kann auch mal schon mal Säge und Gebimsel. Säge und Hammer. Kann man schon mal mitnehmen. Vielleicht nicht unbedingt die Säge. Aber diesen Hammer hier. Ich glaube, wir haben noch einen. Ich nehme erstmal den alten Hammer. Wenn der bricht, hole ich einen neuen. Aber, ne? Die alte Säge, ich würde die auch nochmal mitnehmen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass wir die benutzen können. Aber, naja.
Es ist, wie es ist. So, warte. Ganz kurz eben. Nägel haben wir auch noch ein paar. Darf man nicht vergessen. Die haben wir auch noch. Die können wir gleich da reinsemmeln. Und wo war denn hier? Da. Ach, die drei passen da gar nicht rein. Die passen aber... Ne, nochmal acht. Ich wollte noch Speere machen und ich wollte das Holzbrett mitnehmen. Also eigentlich nicht. Ich dachte, wir hätten mehr, aber... Ich wollte spezifisch das Holzbrett. Ich will es halt nicht enttäuschen, das arme Holzbrett. Ja, ich wollte genau das Holzbrett mitnehmen, weil das Holzbrett so super ist. So, geil. Damit haben wir fast schon alles. So, warte. Machen wir hier. Moving all up. Moving all up. Moving all out. Nothing can stop me. Das ist, unsere neue Titelmelodie hier. So, schön unter das Haus da oben. Finde ich gut. Die Garage können wir auf dem flachen Feld da hinten, ne? Da war so richtig flache Ebene. Oder hier in die Straße. Ich habe nur Angst. Ich weiß halt immer noch nicht, ob es Banditenüberfälle gibt inzwischen. Weiß ich einfach nicht. So. Ich glaube, auf der Straße... Kann es sein, dass wir auf der Straße weniger Stamina verlieren? Oder möchte ich das nur denken? Ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir schon ein bisschen geschnippelt. Und auf der anderen Seite geht es aber auch noch. Ich glaube, hier ist eine Menge mehr zu holen. Ich glaube, hier ist ein guter Punkt. Tankstelle, ne? So. Ich hoffe, wir sind keine Banditen. So, ich speichere nochmal. Oh, die Axt hat nur noch 9%. Oh, darauf habe ich nicht geachtet. Nur mal kurz gucken, ob da... Ja, die haben respawned. Die haben wieder respawned, alles klar. Bin mal gespannt, ob die uns überfallen. Oder haben die respawned, weil ich das Spiel neu gestartet habe. Kann halt auch sein. So. Ja, gut. Da wären wir wieder, ne? Same old, same old. Ich nehme wieder Blätter mit und alles, weil wir die später brauchen werden. So. Ich habe im Steam-Diskussionsforum gelesen. Ja, sowas lese ich gerne. Also, ich lese gerne Diskussionsforen zu Games, die ich spiele. Habe ich gelesen, dass der Hund noch kacke sein soll. Der soll super nervig sein. So, warte. Also, da die Bäume eh nicht nachwachsen, können wir die Stumpen eigentlich auch mit abräumen, ne? Im Grunde genommen. Ich finde, die Stumpen machen es fast noch hässlicher. So, ich mache zwischendurch immer Sammelpausen. Ich mache das nicht wie sonst immer, 10 Bäume fällen und so, weil unser Stamina gerade low ist. Deswegen renne ich auch nicht hinterher, sondern leg das ganz easy hier rein und gehe wieder weiter. So. Dann nehme ich mal diesen Zweig hier. Ganz auf entspannt. Und dann ballern wir den hier auch weg. Oh, was war denn hier? Noch ein Zweig. Oh, toll. Und weißt du was? Die Blueberries nehme ich auch mit. Die Blueberry da nehme ich auch mit. Die können wir gleich naschen. Die haben wir uns verdient. Und wenn wir genug Blueberries haben, dann können wir im Mund einen eigenen Blueberry-Pudding formen. Indem wir aber lang genug kauen und die Mischung aus Blueberry und Speichel... Die verdickt sich langsam und dann haben wir einen ganz köstlichen Blueberry-Pudding im Mo- Oh, 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 oh. Die Sonne ist aber nur weg, ne? Kein Nebel. Okay. Ich weiß auch nicht, wo das Zeug hinfliegt, was wir da sonst so kriegen vom Baum. Das rutscht auch mal so in den Hang runter. So... Ah, das nehmen wir auch nochmal mit. Jetzt komme ich mir wirklich vor wie in Skyrim gerade. Oh, stell dir mal vor. Oh, wenn Elder Scrolls, ne? Wenn Elder Scrolls 6 kommt. Ist das Nebel oder nicht? Wenn Elder Scrolls 6 mal rauskommt, irgendwann. 2024, 25, vermutlich.
Und du kannst dann wirklich wie hier zum Beispiel, wenn man, also nicht wie hier, vielleicht wie bei Infected Air, du kannst dann eigene Häuser bauen. Oh, Junge. Es gab ja das Housing-System in Skyrim, das fand ich aber, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das fand ich eher mau. Das kam ja mit dem DLC nach. Aber das Housing war eher, du hast ein Haus und dann kannst du da spezifiziert den Raum einrichten. Aber halt nicht manuell, sondern halt so, ja, auf Menübasis quasi. Und das fand ich eher so, hat nicht wirklich Spaß gemacht. Ist nicht meine Vorstellung davon. Ja, also ich fände es cool, wenn es dann, ne? Ich meine, bei Fallout haben sie es schon gemacht, bei Fallout 4. War wahrscheinlich aber nur aus Versehen, weil da noch Sachen von Fallout 76 übrig waren. Weil ich glaube immer noch, dass Fallout 76 eigentlich in Fallout 4 geplant war. Also zusammen mit Fallout 4 und kein eigenes, hat aus irgendeinem Grund angehalten, was ich fast schade finde. So, wo ist denn die Karre? Da. Unser Inventar. Ach so, die ganzen Berries. Die stacken gar nicht. Okay, dann esse ich. Okay, ich sammle keine Berries mehr. Dann sammle ich keine Berries mehr, wenn die so viel Inventar wegnehmen. Entschuldigung. Aber das nicht mit. So. Wo ist denn der andere? Hab die Loks aus den Augen verloren. Ich war nicht mehr. Ach, da. Hä? Ist das zwei? Ich klopfe hier auf irgendwas, aber ich sehe keinen Balken. Aber da fällt was runter. Ich mache einfach weiter. Bin so hardcore. Boah, der Stumpenbrauch war lange. Ach, das war noch ein ganzer Baum. So, bitte nicht runterrollen. So, mal gucken. Haben wir noch Platz auf dem Ding? Das weiß ich nämlich auch nicht. Zeig mal her. Oh ja. Dann kann ich, glaube ich, noch zwei mitnehmen. Obwohl, wir sind bei 75%. Aber andererseits, ich muss ja auch nicht rennen. Wir haben es nicht so eilig, ne? Ich muss ja auch nicht Kette geben und speeden. Ich weiß, es ist das zweite Bauprojekt, aber, und ich würde am liebsten auch speeden, aber wenn man halt 50 Bäume hat, was will man machen? Wir sind einfach so gut. Okay, der andere, weißt du was, ich hole mal von da hinten ran. Dann ziehen wir mal weiter. Jetzt speed ich ja doch. So, richtiger Mist-Speedrun, den wir hier machen. So, hier oben fällt es gar nicht auf, dass da Bäume fehlen. Und vor allen Dingen wird es uns von da hinten aus nicht auffallen. Das ist nämlich das Wichtigste daran. So. Eigentlich müsste uns der Wagen so bergab voll überrollen. So, ich glaube, also Lashings wird nochmal ein Abenteuer, glaube ich. Dafür habe ich jetzt auch Blätter gesammelt und so. Ich glaube, wir brauchen viele Lashings, ne? Braucht man die Blätter dafür in Staffel 2? Ich weiß es gar nicht mehr. Und jetzt die Hoffnung, dass ich mit dem Wagen da hochkomme. Ich war viel pumpen. Müsste also, ja, ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Mein Bizeps einfach wieder am Pulsieren heute. Bam, bam. Sieh den Herzschlag auf meinen Adern. So. Und ich stelle mal hier ab. Bitte nicht runterrollen. So, wir haben gerade Inventar voll. Start Building 2 Stunden. Aber 2 Stunden ist halt nichts, ne? Verglichen mit den anderen Sachen. Aber es ist halt nur die Base. Nägel haben wir. Wir brauchen 10 Bretter und alle Lashings. Lashings haben wir noch zu Hause. Hätte ich mitnehmen sollen. 10 Bretters. Ja, da kann ich nur 4 machen. Ach so. Haben wir schon alle Loks da drin? 5. Da weißt du was? Machen wir das erstmal.
So. Die Loks haben wir alle drin. 10 Bretters machen wir jetzt noch schnell. Also, warte mal, ich brauche noch 2. Ich habe es nicht durchgezählt, ja? Ich habe es nicht durchgezählt. Ich mache das alles Pi mal Daumen. Das ist alles real. Bitte kein Nebel, 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 bitte kein Nebel. Ha! Ein Wettlauf gegen die Zeit, okay. Und wir haben Hunger und Durst. Eine kleine Essung und eine kleine Trinkung werden uns da helfen. So, unsere Lieblingsanimation. Oh, so schön. So. Und dann rein da. Jetzt hole ich noch 16 Lashings. Die muss ich von zu Hause holen. Mama, haben wir noch 16 Lashings da? Goethe und Lashing, wer kennt sie nicht? Ja. Prima. Ja, unser Ding wird viel schöner als das da, ne? Das ist, so viel ist klar. Das dürfte uns allen klar sein. Okay, about few months to winter. Wir haben nur noch wenige Monate bis zum Winter. Wir müssen vorbereitet sein. So, direkt hoch da. Boah, Junge, unser Stamina, ne? Wir sind hier einfach am Fliegen. Richtiger Parkour-King. So, 16 Lashings. Dann kann ich nochmal eins mitnehmen, ne? Und den Rest... Wie bastelt man Lashings eigentlich? Genau. Oh, 15 Blätter. Oh, ah, ne, wir haben 15. 6 Blätter, okay. Und 4 von den Dingern. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay, ja, das wird... Treebark kriegen wir mit dem Messer von der Borke. Das weiß ich noch. So. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach einen Schrank mit dahin nehme. Oder vielleicht an der Baustelle so ein paar Sachen aufbaue, die wir da brauchen können. Theoretisch sind wir mit dem Ding ja dann schon safe vor Nebel, ne? Ich könnte dann da ein Bett aufstellen. Wir könnten die... Huch! Warum gehe ich auf einmal... Warum ist das Licht auf einmal an und ich gehe geduckt? Hä? Ich war das nicht. Der hat sich von alleine geduckt und hat Licht angemacht. Aber warum? Ich kann auch nicht mehr aufstehen. Jetzt bin ich aufgestanden mit Space. Aber ich konnte mit C... Ich speichere mal gerade. Der hat sich automatisch geduckt und Licht angemacht. Als... Mitten im Lauf. Uah. Ich ahne warum. Oh, oh. Aber keine Banditen hier, oder? Die uns jetzt überfallen. Habe ich irgendwas, was... Abschlabbert? Nee. Eieieiei. Okay, rein mit den Lashings. Okay. Geil. Boah, der Sonnenaufgang wird so legendär hier, ne? Jetzt momentan vielleicht nicht so gut ersichtlich, aber es wird schon ganz gut werden, glaube ich. Oh boy. Boah. Also die Aussicht ist nice. Den Baum da würde ich entweder eine Plattform drauf bauen. Ach, wir haben hier mehrere Ausgänge. Okay. Ich würde da gerne noch eine Plattform drauf bauen. Geil. Also Location gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe nur keine Ahnung. Ich habe... Es ist so laut. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da jetzt vernünftig baue.
Ich glaube, 4 Doorways bei der ersten ist ganz gut, ne? Okay. Oh. Cool, Green on Foul. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Hilfe. Ich verstehe das Bausystem aber nicht. Es ist mir einfach, es ist mir ein Rätsel. Tree Base Vorder. Und das hier? Nö. Okay. Ach, warte mal, es sind 2 Bäume, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube, das sind 2 Bäume. Ich meine, ich glaube, es sind 2 Bäume. Okay, nur mal so testweise. Ach, da sind überall auch Leitern dran. Warte mal. Fall. Okay. Rotate, rotate. Das soll ich von oben machen, glaube ich. Und ich glaube, ich brauche nicht die breiten Dinger. Oh boy. Ich dachte, die connecten halt wie bei Forest. Ja, das sind 2 Bäume. Cool. Den einen müsste ich eigentlich wegmachen. Okay, da noch so ein Ding drauf. Auf den Baum. Ich glaube, ich verstehe, wie diese Wege funktionieren. Da so eine Hütte. Aber die Leitern finde ich doof. Ich möchte nur eine Leiter haben. Eine zentrale Leiter. Ich möchte nicht überall hoch können. Das heißt nämlich, dass andere Banditen oder so vielleicht auch überall hoch können. Und das wäre unsafe. Warum ist es so laut? Huch. Schon wieder eine Leiter. Das ist doch doof. Mhm.
Verstehe ich nicht. Wann hört das endlich auf? Ich will nicht rein. Warte. Es geht nicht, ne? Ich kann das hier nicht bauen, glaube ich. Ich verstehe es aber nicht.